Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich will es jetzt mal riskieren, an den einen Suchenden da vorbeizurennen, um da hochzukommen. Beziehungsweise wir können auch, da ist er ja schon. Ich speichere einmal hier wieder auf die 1. So. Vielleicht können wir den sogar auch besiegen. Mittlerweile. Ja, immer muss das kommen. Wieso treffe ich ihn nicht? Warte. Komm. Okay. Wir hatten aber auf der 1 gespeichert. Das ging diesmal besser. Warte. So, okay. Wir wechseln. Nein! Komm, ja. Ja! Ich gehe aber nochmal zurück. Wir haben unseren ersten Suchenden gekillt. Scheiß auf Dexter, wir killen jetzt alle Suchenden. Es ist möglich. Es ist soweit. Wir sind in der Lage, die zu killen. Alter, ja! Boah. Nice. Es ist immer knapp, aber ja. Alter. So früh in der Folge schon so ein Erfolg. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. So, das speichere ich. Auf die 1. Und dann machen wir uns auf den Weg zum nächsten Suchenden. Alter, wir zerstören die jetzt. Jetzt zerstören wir sie. Jeden Scheiß Suchenden, den wir finden, machen wir fertig. Endlich. Wir haben den ersten. Alter. Boah. Da ist der nächste. Erstmal machen wir ein Agro auf uns. Indem wir ihn auch mal treffen. So. Ah, hinter dem Stein tut er uns nichts. Hinterm Stein habe ich auch gesagt. Okay, das ist doch ein bisschen schwieriger. Aber mir wurscht gerade. Mir ist da gerade wurscht. Die Richtung. Das ist eine schlimme Wir Sache. erledigen jeden einzelnen von denen jetzt. Ich habe so einiges gehört. Zumindest jeden, den wir finden. Vielleicht bevor ich seine Agro auf mich ziehe, speichere nochmal dann. Dass sie dann nicht so weit laufen muss. So, ich speichere hier. Komm. Okay. Ist doch nicht so einfach.
Gegen die? Da ist er. Ah, komm. Ja, gleich haben wir den. Ja! Alter, und so viel Gold haben die. Jetzt muss ich nochmal pennen. Wir nehmen uns die Zeit dafür, jeden einzelnen auszuschalten. Ich werde diese Folge jetzt ein bisschen überziehen. Kann sein, dass die vielleicht eine Stunde dauert. Kann auch sein, dass die vielleicht 3 Stunden dauert. Vielleicht auch 10 Stunden. Egal, die wird an einem Stück hochgeladen. Das wird eine Sonderfolge. So, nochmal bis zum nächsten Morgen. Dann suchen wir uns jetzt den nächsten. Auf unserem Weg. Was brauchen wir noch, um... Wir brauchen noch immer zu viel. Ich mache aber erstmal alle weg. Zuerst wirklich alle weg, die... auf dem Weg von hier nach Korinnes sind. Und danach zwischen hier und Korinnes da auf dem Weg zum Minental. Das sind die ersten, die ich jetzt wegmache. So, davon ist der nächste. Nochmal speichern auf die 1 wieder. So, der... So. Okay, der ist ein bisschen... Also, die sind schon stark. Komm. Ja! Den haben wir auch noch geschafft. Warte mal, das... Das hat normal... Nee, das ist... Die alten... Das sind alte Münzen, was die hier... Nee, das sind... Das ist normales Gold, was die haben. Okay, jetzt müssen wir nochmal schlafen. Nochmal pennen. Aber ich nehme die jetzt alle auseinander. Jeden einzelnen. Das ist es mir wert. Ja, hör auf, fest anzugucken. Während ich trinke. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das will doch keiner. Wir müssen das aber so machen, weil beim Schlafen regenerieren wir. Und verbrauchen dann keine Heiltränke oder sonst was. So, Gunnar. Es wird ein bisschen langweilig sein, aber trotzdem, ich hoffe, ihr könnt die Freude in mir gerade sehen, dass wir in der Lage sind, die auszuschalten. Und ich muss auch ein bisschen eigentlich meine Stimme dämmen. Meine Nachbarn sind wahrscheinlich schon alle am Schlafen. Weil schon gleich 23 Uhr ist. In 10 Minuten. So, wo ist denn der nächste? Der nächste müsste auch eigentlich hier irgendwo sein. Gleich auf dieser Straße. Nochmal auf die 1. Ne, da haben wir Bullet. War doch Bullet, oder? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Basta. Entschuldigung, da habe ich jetzt kurz verwechselt die Namen. Mir geht es besser. Verzeiht mir das. Ich
kenne auch noch nicht jeden Namen auswendig. Da vorne ist der. Dann speichere ich hier. Ach nee, der muss jetzt erstmal das machen. Okay. Ja, halt die Klappe. So. Komm. Ja. Aber ich bin jetzt noch nicht richtig verflucht. Kann ich bei dem da eben noch pennen? Bei, wie hieß er nochmal? Emmet? Ich glaube, Emmet war das. Ey, ich bin so froh gerade. Hat er sich zu mir dazugelegt gehabt, oder wie? Aaron hieß er. So, den nächsten jetzt suchen. Ohne zu glitschen, bitte. So, wir haben jetzt wieder 300 verdient. Ich glaube, mit den Suchenden, wenn wir jetzt das machen, können wir nochmal 10 Lernpunkte verdienen. Dann gehen wir noch einmal auf die Dingens hier. Nochmal auf Schwertkampf, zwei Händer. Da unten war jetzt auch einer, aber ich will jetzt erstmal den Weg hier fertig haben. Ich speichere vielleicht einmal hier. Wir hätten auch hier pennen können. Ich hatte gedacht, hier wäre jetzt aber noch einer auf dem Weg. So, zum Kloster müssen wir auch den Weg frei machen. Aber jetzt erstmal jeden Scheißsuchenden fertig machen. Die Rache ist mein auf jeden Fall. War hier oben keiner? Ich meine, hier war einer. Scheiß auf alle anderen Quests, jetzt erstmal wirklich jeden Suchenden platt machen. Hier an der Treppe war einer. Hier war definitiv einer an der Treppe. Da. Okay, das war ein bisschen... Okay, hier wird es schwieriger, weil hier gleich zwei sind. Dann machen wir es mal schlauer. Wir locken den unten an, unten rum. Also wir gehen erstmal nach unten, den Weg, unter der Brücke durch, holen uns den Dude an der Treppe und dann den oben. Oh, Feuernessel, Heilpflanze, Feuernessel. Dann wird hier wahrscheinlich auch noch gleich mal einer auftauchen. Gehe ich mal von aus.
Dann machen wir den hier fertig, der gleich kommt. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir zuerst den hier wegmachen, der hier... Okay, der kommt jetzt erstmal nicht hier hin. Dann gehen wir erstmal darum. Aber den an der Treppe zuerst. Da vorne ist ja schon die Treppe. Oder ist das schon hier vorne? Ja. Jetzt speichern wir. So. Ich hoffe, der andere oben erwischt uns nicht. Nice. Okay, das ist normales Gold, was die hier haben. Jetzt einmal noch mal kurz zur Taverne. Heilen. Ich habe schon gemerkt, da war jetzt einer hinter uns. Boah. Okay, der war doch auf der Jagd nach uns. Ich hatte jetzt kurz Herzstillstand. Boah. Ich speichere vielleicht einmal. Nicht, dass der andere Dude, Suchende, gleich da kommt. Boah, aber ich freue mich. Das ist gerade richtig, richtig befriedigend, weißt du? Wisst ihr? Die ausschalten zu können. Er hat ja sein Gold für die Woche bekommen. Hier, das heißt, wir können jetzt einmal kurz hier pennen gehen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das war keine große Sache. So. Er hat auf die falschen Leute gehört. War doch, glaube ich, egal, welches Zimmer. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Von mir erfährt keiner was. Okay, der ist nicht hier unterwegs. Ich glaube, wir gehen aber oben rum. Oben rum macht mehr Sinn. Oben rum macht, glaube ich, mehr Sinn. Damit wir den anderen Suchenden da erledigen können. So, ab wann konnte ich speichern oder ab wann sollte ich speichern? Hat mich aber schon auch ein bisschen aufgeregt, dass da gleich zwei aneinander waren. Ich glaube, ich speichere ab hier. Und dann hole ich mir den Dude. Da ist er. So. Hä? Schlag zu. Ja. So, einmal alles mitgenommen. Kann ich bei denen pennen, ohne Ärger zu kriegen? Ich weiß es nicht. Jetzt kriege ich dich aber. Was? Hä? Ja, renn so schnell du kannst. Was ist mit denen jetzt? Ja,
renn so schnell, wie du kannst! Hä? Was ist mit denen? Warum sind die sauer? Hä? Weil ich den Suchenden erledigt habe? Habe ich irgendwie was verkackt? Schafdiebe hier. Akil werde ständig Schaf. Er hat die Banditen in der nahegelegenen Waldhöhle in Verdacht. Was ist mit dem? Was haben die für ein Problem mit mir? Dann penne ich halt nicht bei denen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Warte mal, erstmal vorsichtshalber gucken. Der Suchende ist noch nicht da. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Aber warum war der jetzt sauer auf mich? So bis zum nächsten Morgen nochmal geschlafen? Ist das wirklich wahr? Wann bekomme ich endlich meine Miete? Ich werde mich da nicht einmischen. Hier sind deine 50 Goldmünzen. Na, es wurde aber auch Zeit. Ich hatte gedacht, wenn er Teil vom Ring des Wassers ist und ich auch von Teil des Ring des Wassers, dass vielleicht irgendwie möglich wäre, dass er dann sagen würde, ey, du bist auch vom Ring des Wassers? Du darfst hier umsonst pennen. Aber anscheinend ist das ja nicht der Fall. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe hier ein Gold übersehen. Wie konnte das denn passieren? Ich speichere aber noch einmal. Was Akil angeht, das werden wir uns später nochmal kümmern. Aber ich will ihn jetzt auch nicht umbringen oder so. Ich habe noch eine Quest für ihn. Ich weiß jetzt nur nicht, wie oder wann ich es bei ihm verkackt habe. Oder hat das wirklich mit den Suchenden gerade zu tun gehabt? Oder ist das ein Bug? Wenn das ein Bug ist, sagt mal bitte gerne Bescheid, weil ich ihn jetzt ungern deswegen verkloppen will. Hier war doch auch irgendwo ein Suchender. Wo ist denn der? Da. Da läuft der Mistkerl. Ja. Komm. Ah, nein. Das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Da hat er irgendwie mehr Glück gehabt als ich jetzt. So. Den muss ich doch treffen können, ne? Dass er direkt auf Aggro ist. Jo, jetzt ist er Aggro. Nein! Komm. Ja, den könnte ich vielleicht sogar noch schaffen. Nein, den habe ich nicht geschafft. Weil der mich zweimal getroffen hat.
merke aber auch, ich bin ein bisschen zu laut. Wahrscheinlich meine Nachbarn beschweren sich gleich. Komm. Was war das denn jetzt? Der gefällt mir gerade null. Das gefällt mir gerade echt gar nicht mit dem. Ich muss den wirklich vernünftig treffen. Ich gehe mal aber so, dass ich mich zur Not hinterm Baum verstecken kann. Der trifft mich ernsthaft von hier? Also hinterm Baum? Okay, so gefällt es mir, dass er nicht angreift. Jetzt greift er wieder an. Komm, Schlag! Ja! Den haben wir auch noch geschafft. Okay, der Weg von Dingens nach Korinnes ist schon mal frei. Also vom Hof nach Korinnes ist schon mal frei. Zu Xardas müssen wir auch einmal frei machen, aber da sind mir zwei direkt an einer Stelle. Was mir nicht gefällt. Aber der Weg ist schon mal frei. Wie viel fehlt mir noch für die nächste Stufe? Ich glaube, wir werden jetzt erstmal. Ich glaube, wir können einmal kurz für Akil die Quest machen, damit das erfüllt ist. Und dann weiterhin nach den anderen Suchenden suchen. Aber erstmal gehen wir hier pennen bis zum nächsten Morgen. Nach Xardas wird das ein bisschen schwieriger mit den Dings. Vor allem, da sind auch zwei Wargs. Das gefällt mir auch nicht. So. So. Nächstes Ziel Richtung Minental, würde ich sagen. Machen wir zuerst. Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Warte, was für eine Rüstung ist das genau? Ist das, das war ja die leichte, glaube ich, die wir hier haben. Ja. Okay. Wir müssen aber auch Drachenschuppen sammeln. Hieß es. Das ist ja interessant. Ich glaube da nicht dran. Aber wir machen jetzt einmal für Akil die Quest. Warum auch immer die sauer auf mich sind. Gehen dann auch mal die Treppe hoch. Und speichern noch einmal davor, denn ich will die jetzt nicht umbringen. Wo war nochmal die Treppe da hinten, ne? Die Treppe war da hinten. Welcher Tag ist denn jetzt? 62. Der 62. Tag. Das sind jetzt schon 2 Monate, die wir in dem Game hier verbringen. Und die Orks und die Drachen sind immer noch nicht so weit. Ich speichere hier nochmal auf die 1. Und vorsichtshalber nochmal auf die 2. So. Jetzt kriege ich dich aber.
Was ist dessen Problem eigentlich? So, ich nehme den alles weg. Sie will auch noch. Warum will die auch noch aufs Maul? Die Kati? Wo? Ich glaube, ich nehme die Sichel nochmal weg. Oh Mann, mein Kopf. Warte mal. Warum wollten die mir jetzt aufs Maul hauen? Oh Mann, mein Kopf. Oh, mein Schädel. Hey, jetzt ernsthaft, will der jetzt auch da hinten aufs Maul oder was? Das speichere ich mal auf die 3. Für den Fall will der auch noch aufs Maul. Ich hoffe nicht. Jetzt kriege ich dich. So, ich nehme den alles jetzt weg. So, die Sichel. Seinen schweren Ast nehme ich mit. Oh, mein Schädel. Oh Mann, mein Kopf. So, jetzt konnte ich Randolph nicht looten. Oh Mann, mein Kopf. Ich hoffe, die haben sich jetzt beruhigt. Ich weiß jetzt nicht, was mit denen los war. Warum waren die jetzt so zu mir? Ich habe... Jetzt muss ich aber einmal pennen. Waren die besessen oder was? Fangen die jetzt gleich nochmal Streit an? Anscheinend, ja. Ey, das ist mir mit denen ein bisschen zu blöd jetzt gerade. Das ist mir echt ein bisschen doof hier. So. Ich gönne mir mal die Äpfel. Und ich habe wieder richtig viel Käse. Nice. Aber das kann ich wieder ganz normal speichern. So. Ich mache hier jetzt aber einen kurzen Break, bevor ich gleich weitermache mit dem Suchenden und Akils kleiner Quest. Und weil ich auf Toilette muss. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ja, wo war nochmal der Weg? Oh, noch ein Feldknitterich, nice. Wir wollten ja auch noch gleich hier eine Höhle raussuchen, wo die Banditen waren. Wo waren der? Hier war aber auch irgendwo ein Suchender. Na, warte mal, nicht... Doch, die Straße entlang mussten wir ja in den Wald rein. Da war auch ein Suchender, irgendwo. Bei dieser Straße. Heilpflanze. Blauflieder. Noch eine Heilpflanze. Heilpflanze. Geil. So. Ich hoffe, ich sehe den. Ich speichere vielleicht noch einmal hier. Wieder auf die 1. Weil ich zu schnell gemacht habe, bevor ich denken konnte. Ich glaube, ich sehe ihn von da hinten. Ne, doch nicht.
Ah, so wird's heller. Aber dann war hier doch direkt die Höhle. Oder nicht? Da ist noch ein Bandit. So. Jo, den haben wir auch schon geknackt. So. Seine Pfeile nehmen wir mit, sein Gold nehmen wir mit. Da haben wir ein Schaf. Hey, du. Nee. Okay, ich kann komm nur mit. Sagen. Ich kann nur sagen, komm mit, aber ich wollte hier noch weiter. Ach, hier ist niemand mehr. Okay, Schaf kommt mit. Sonst gibt es hier keinen Loot. Okay. Von dem haben wir alles, ne? Dann hoffentlich. Ich glaube, ich esse mal lieber ein bisschen was, das ganze Fleisch. Dann gehen wir mal so hier hinten rum. Weil ich jetzt den Suchenden doch nicht erwischen will. Solange wir das Schaf mit uns mit haben. Und reden dann nochmal mit Akil. Ach, wie süß! Wie süß es hüpft. Ey, ich hoffe, die hauen mir jetzt aber nicht aufs Maul. Weil ich jetzt das Schaf hier vorbeibringe. Ich weiß aber auch nicht, was die für ein Problem mit mir auf einmal haben. Ich habe die Schafdiebe gefunden. Ich habe die Schafdiebe gefunden. Du hattest recht. Es waren die Kerle in der Waldhöhle. Sie werden dir keine Schafe mehr stehlen. Danke. Du bist schon ein seltsamer Söldner. Ganz anders als die, die ich sonst kenne. Nimm dies als kleine Anerkennung von mir für deinen selbstlosen Gefallen, den du mir erwiesen hast. Oh, 150 Gold. Nice. Ich hoffe, die hauen mir jetzt nicht mehr aufs Maul. So, okay. Nice. Dann wollen wir jetzt auf dem Weg zur alten Mine ein paar von denen erledigen. Zum Minental meine ich. Von Suchenden. Ich hoffe, die schaffen wir auch. Die auf dem Weg in Richtung Xardas. Wie viele haben wir jetzt an Punkte? Nice. Ich glaube, wir könnten das sogar mit, wenn wir die... Hier ist noch einer. Warte mal. Bevor der angreift. Jetzt wieder auf die 1. So. Komm. Oh, der wird uns jetzt fertig machen. Ja, war klar. Der wird uns fertig machen. War jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet, weil ich den jetzt nicht gesehen hatte. Komm. Alter, wieso? Jetzt habe ich das richtig verkackt mit dem Kämpfen. Warum? Warum habe ich es jetzt verkackt mit dem Kämpfen? Ja, komm, 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 komm. Alter. Wieso läuft das jetzt gerade gar nicht? Irgendwas mache ich jetzt gerade falsch.
Ja, ja. So. Wieso geht das? Irgendwas mache ich gerade falsch beim Kämpfen. Ich merke das. Ich drücke irgendwie die W-Taste wahrscheinlich nicht richtig. Komm. Nein, ich hätte den fast. Ich hätte den fast. Komm. Boah, jetzt stimmt mich das traurig. Komm, 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 das muss ich jetzt schaffen. Ja, den habe ich jetzt gleich. Okay, diesmal habe ich ihn. Nice. Und ich finde schön, dass die tot bleiben. Aber von wo kam der jetzt? Und kann es sein, weil ich jetzt schon ein paar Mal von denen so verzaubert wurde, verflucht wurde, wie auch immer? Das ist, dass wenn ich die getötet habe, dass dann der Zauber, oder der Fluch von denen dann irgendwie aufgehoben wird, gebrochen wird, wie auch immer. Das habe ich früher auch immer gesagt. Das ist eine schlimme Sache. Ich werde mich da nicht einmischen. So, nochmal bis zum nächsten Morgen. So, jetzt zum Minental den Weg einmal frei machen. Da vorne habe ich schon den nächsten gesehen. So, nochmal speichern. Nee, das beklemmende Gefühl ist jetzt da. Alter. Komm. Manchmal will das mit dem Schlagen nicht funktionieren bei mir. Aber ich habe mittlerweile raus, man muss es auch im richtigen Moment drücken. Nur ich drücke es nicht im richtigen Moment, also nicht immer. So. Ich drücke es wirklich nicht immer richtig. Ich merke es. Aber ich habe es auch noch nicht so ganz drauf. Obwohl, heute ging das eigentlich schon sehr gut mit dem Schwertkampf. Komm.
kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Oder ist... Ich glaube, es ist nicht mal mein Ernst. Irgendwie, ich... Warum schaffe ich den nicht? Ey, das regt mich gerade auf. Den will ich jetzt knacken, komm. Das kann doch nicht sein, also, hä? Komm. Es ist immer der dritte Schlag, der jetzt gerade nicht klappt. Der dritte Schlag, den krieg ich nicht. Geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ja, geil. Okay, den haben wir. Oh, was ist das? Degen der Banditen. So, jetzt eben den einen Trank. Wo ist denn das? Da. Du fühlst dich erlöst. Den musste ich jetzt nehmen. Dann jetzt noch einmal Pen. Vielleicht können wir auch bei Bennett eben einmal was verkaufen. Bei Bennett sage ich schon. Bei, wie heißt er nochmal hier? Hier bei Orlan. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. So. Schlachtaxt. Zweihandwaffe. Einhand. Bartaxt, Einhand. Leichter Zweihänder. Ring der Verteidigung. Bolzen hat er auch jede Menge hier. Dolch. Ledergürtel. Gürtel des Schutzes. Teleport zur Taverne. Der hat einen grober Zweihänder. Benötigte Stärke 60. Ne, Schaden 60. Benötigte Stärke 70. Nee. Verkaufen wir. Was ist denn das? Bogen. Dann die Pfeile. Ich glaube, ich kaufe ihm aber auch seine Bolzen ab. Habe ich sonst noch was? Hier. Morred fertig. Ich glaube, ne, den behalte ich erstmal. Kohle brauche ich nicht. Hacke brauche ich auch nicht. Ein Lederbeutel. So, Erz behalte ich. Gletscherquarz weiß ich nicht. Bergkristall weiß ich auch nicht. Aquamarin. Ich behalte die erstmal. Ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Schwarzes Erz wird auch noch wahrscheinlich gebraucht. Sich nie ändern. Da kannst du eh nichts dran ändern. Das will doch keiner. So, und nochmal hoch. Er hat auf die falschen Leute gehört. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So, dann nochmal schlafen. Ich weiß gar nicht mehr.
Und nochmal zur Sicherheit speichern, weil wir den ja erledigt haben, da vorne. So, hier müssten, glaube ich, auf dem Weg noch ein oder zwei sein. Von den Suchenden. Sind das Drachensnapper? Das sind Drachensnapper. Wie kommen die Drachensnapper hierher eigentlich? Warum sind hier so viele Drachensnapper? Da vorne haben wir einen. Ich will jetzt aber da hinten mal gucken. Die sind ja alle von da geflohen, ne? Ich speichere vielleicht vorsichtshalber einmal. Die sind ja von hier alle. Nee. Nur er ist hier. Wenger. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Malak ist verschwunden und hat alles und jeden mitgenommen, der für mich arbeiten wollte. Er sagte, er wollte in die Berge. Er hat es hier nicht mehr ausgehalten. Die Horden von Monstern, die täglich aus dem Pass aufs Weidenplateau kommen, machen mich ganz fertig. Wenn ich wenigstens ein paar Helfer oder Söldner hätte. Es gab sogar schon mal einen, der für mich arbeiten wollte. Er hat es dann aber doch nicht getan. Ich glaube, Wolf war sein Name. Das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Ohne Malak läuft hier gar nichts mehr. Wenn nicht bald etwas passiert, muss ich meinen Hof aufgeben. Hoffentlich kommt er bald zurück. Alles klar. Wir können wahrscheinlich hier mit, Wolf... Speichere ich auch nochmal. Nicht, dass ich jetzt gleich von einem Drachensnapper gekillt werde. Aber mit Wolf nochmal hier hin. Oder Wolf wollte ja eh auch eine Arbeit haben. Da vorne haben wir wieder einen Suchenden. Da vorne auch noch wieder. Wir haben hier zwei Suchende. Da hinten aber auch noch einen. Drachensnapper. Komm. Der. Bei dem mache ich gar keinen Schaden. Jetzt erst. Okay. Ich glaube, ich nehme erstmal den anderen auseinander, den ich da irgendwo gesehen hatte. Da ist noch einer. Also hier sind drei. Okay, der trifft mich trotzdem. Alter, wie viel ballert der? Wie viel kann der ballern? Dann doch lieber den, der da vorne am Laufen ist. Den da. Oh, zu nah am Drachensnapper. Warte, das will ich ansehen, ob der jetzt noch gefressen wird. Ne, der hat vor, mich zu fressen, ne? Ja, der wollte mich fressen, okay. Schade. Das war mir doch zu nah an dem Drachensnapper. Aber der Weg zum Minental, der müsste eigentlich frei sein. Ne, einer müsste eigentlich da direkt hinterm Tor sein.
Und uns fehlt eigentlich auch nicht mehr allzu viel. Ich speichere vielleicht hier einmal. Hier ist einer. So, komm. Ja. Erstmal alles mitnehmen. Davon ist auch wieder einer. Hinter den Drachensnappern, natürlich. Wo denn auch sonst? Ich gehe mal zu ihm. Vielleicht kann ich bei ihm irgendwo pennen. Irgendwo muss ich da doch pennen können, ne? Ich speichere vielleicht einmal hier, bevor ich reingehe. Er darf sich gerne zu mir gesellen, bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann will ich mir den nächsten holen. Aber auf dem Weg zum Minental, ich glaube, so viel wie hier, also wie in dieser Folge, habe ich noch nie in einer Folge geschlafen. Wirklich nach jedem Suchenden einmal gepennt. Boah, ich müsste mal eigentlich aufzählen, wie viele Suchende habe ich jetzt insgesamt hier getötet. Hier hinter der Tür war ja auch einer, aber ich kann hier jetzt einmal die Pfanne benutzen. Hatte ich jetzt nicht mehr? Womit denn? Okay, das speichere ich jetzt auch noch einmal. Toll. Hä? Den werde ich verkacken. Der war klar, den werde ich verkacken, weil ich die ganze Zeit aus Versehen auch noch zugemacht habe. Okay, komm, ein Haltrang. Und direkt los. Komm, den schaffe ich. Ja! Geschafft. Komplette Weg ist frei, hoffe ich. So, was? Teklas Eintopf. Stärkebonus, nochmal plus 1. Wieso habe ich den nicht vorher genommen? So. Was könnte ich noch nehmen? Unkraut. Nix wert. Hat nix wert und hat auch keine Effekte. Aber ich kann Unkraut fressen. Ich fress mal alles. Nee, das wollte ich noch beibehalten.
Ach komm, den letzten Völkerunterricht. Ich speichere jetzt einmal. Ich gucke aber auch einmal, ob hier nochmal jemand war. Wenn ja, gehen wir gleich hier noch einmal hin, wenn wir noch, nachdem wir gepennt haben. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir auch... Sind wir schon eigentlich stark genug gegen die Orks? Erstmal will ich schauen, ob hier noch ein Suchender ist. Erstmal oben. Wenn wir stark genug sind gegen die Orks, dann werden wir definitiv auch noch auf Orkjagd gehen. Hier war jetzt kein Ork. Kein Suchender, meinte ich jetzt. Die Truhe. Ah, nice. Und ach nö, komm. Ich wollte umdrehen. Hier war aber nichts mehr. Nur da unten die Orks. Ich frage mich, was da hinten ist. Ein Moment, ich speichere noch einmal, bevor wir dahin gehen. Okay, hier ist kein Suchender. Hatten wir die Truhe schon? Okay. Jetzt haben wir sie. Wir haben jetzt aber auch mehr als genug Dietriche. Gab es hier noch eine? Ne, gut, dann geht. Habe ich die Sachen hier vergessen? Ich glaube, wir hatten das letzte Mal nicht aufgemacht, weil ich keine Dietriche hatte. Kann das sein? Weiß das einer von euch noch? So, egal, wir gehen jetzt nochmal hier entlang. Nochmal zurück, irgendwo pennen. Also beim Bauernhaus auf jeden Fall, meine ich. Dann will ich schauen, ob ich die beiden oder die drei suchen, die dort waren, auch nochmal fertig machen kann. Denn es fehlt uns auch nicht mehr viel bis zum nächsten Stufenaufstieg. Ich aber auch noch einmal hier, weil ich die Befürchtung habe, dass da vorne der eine Suchende uns gleich entgegenkommt. Den lasse ich in Ruhe, weil bei ihm sind ja Drachensnapper. Und gegen Drachensnapper komme ich noch nicht an. Also ich weiche nur denen von den Suchenden aus, die bei Drachensnappern sind. Und ich finde schade, da würde ich sogar tatsächlich auf die Erfahrungspunkte scheißen. Sage ich jetzt mal knallhart heraus. Wo ist... Ja, wenn die von den Drachensnappern auch gefressen werden würden. So, ich speichere noch einmal. Ich würde vielleicht den da vorne nehmen, der bei der Treppe ist.
Da ist er. Der läuft in meine Richtung. Ich speichere jetzt noch einmal. Ah, der macht einen Fluch. Okay. Ja, komm. Das war jetzt doof. Das war jetzt sehr, sehr doof. Ich habe es gerade am Ende verkackt mit den Kombo-Schlägen. Ich habe ihn wenigstens einmal erwischt. Ich hoffe, er hat auch Schaden bekommen. Ich sehe da unten wieder Drachensnipper. Okay. Ich glaube aber, es würde mehr Sinn machen, wenn ich jetzt den Weg zum Kloster frei mache. Weil da kriege ich ja diesen einen Trank, der mich erlöst, sagen wir mal, wieder von der Besessenheit erlöst. Zu weit weg. Ja, wir machen zuerst in Richtung Kloster frei. Macht deutlich mehr Sinn. Dass wir da einfach ohne Probleme hingehen können. Ach, Garn ist noch hier. Was kannst du mir beibringen? Ich kann dir im Moment nicht mehr beibringen, als du ohnehin schon weißt. Tut mir leid. Okay, und was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlecht fürs Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes Tier in der Gegend herum. Es tötet nicht nur alles, was sich bewegt. Es stört mich auch bei meiner Arbeit. Okay. Der meint wahrscheinlich hier die Drachensnapper. Ich speichere vielleicht jetzt einmal. Bevor ich mich auf den Weg zum Kloster mache. Rostiges Schwert. Unbekannter Soldat. Wie kommt es, dass ich das Grab hier nicht in Erinnerung habe? Und hier nichts gelootet hatte. Ist hier in der Nähe noch was am Laufen? Oder waren das meine eigenen Schritte und Bewegungen, die ich gehört hatte? Aber gut, dass wir das jetzt auch eingesammelt haben. So. Es fehlt echt nicht mehr viel. Dann haben wir die nächste Stufe und dann können wir nochmal Zweihand verbessern. Und dann können wir vielleicht die Suchenden nochmal ein bisschen stärker oder schneller bekämpfen. Was aber auch Schwertkampf angeht, also Stärke, sind wir zumindest bei 87. Und unser Schwert, das braucht 80. Wir könnten, wenn wir es hinkriegen, einen stärkeren Zweihänder kriegen. Und noch eine Feuernessel. Nice. So, aber jetzt erstmal zum Kloster den Weg frei machen. So, genau, zum Kloster hier entlang.
Also, ich glaube auch gezielt alle Suchenden werde ich jetzt hier auch nicht schaffen. Ich speichere jetzt mal. Aber zumindest, sagen wir mal so, die wichtigsten Suchenden, die im Weg sind, haben wir dann weg. Okay, da vorne ist er. Dann speichere ich hier. Habe ich jetzt aus Versehen S gedrückt gehabt? Ah, das gefällt mir gerade gar nicht mit dem. Das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Ich gucke auch andauernd gerade hier in den Chat, obwohl eigentlich ich nicht am Livestreamen bin. Aber die Nachrichten von Elfalto sind ja immer noch da. So, komm. Ja. Das gefällt mir gerade gar nicht. Das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Aber egal, das schaffen wir. Wir sind jetzt eh schon bei über einer Stunde, Stunde 10 sogar. Jetzt hat er von so weit hinten gemerkt. Hey. Nein! Komm. Jetzt hör auf mit dem Zauber. Lass mich dich töten, ja? Manchmal ist das echt Glückssache mit den Crit-Treffern. Nein! Ja! Okay, den haben wir. Speichern schnell. Und einmal nochmal pennen gehen. Jetzt wirklich definitiv einmal pennen gehen und dann nochmal diesen Weg gucken. Und wie viel Geld haben wir jetzt? 3063, okay. Dann gehen wir noch einmal hier diesen Weg entlang, gucken, ob hier noch jemand ist oder nicht. So, der will wahrscheinlich wieder sein Geld. Ja. Hier bekomme ich endlich meine Miete. Ich erzähl dir doch hier. Hier sind deine 50. Ja, es wurde. Irgendwann muss das hier sein. Ist mir momentan egal, aber. Wir kriegen ja genug Geld von den Suchenden auch wieder. So. Haben wir jetzt einmal gepennt. Da kannst du eh nichts dran ändern. Und dann noch einmal zum Kloster. Wirklich, also das ist die merkwürdige Folge für mich auch zum Aufnehmen. So viel am Pennen und jeden, nur Sucher, die Suchenden hier. Am Abschlachten.
Aber ja, ich will Heiltränke und Heilpflanzen und so weiter sparen, weil die werden wir später so oder so brauchen. Sind hier eigentlich die Ratten? Nö. Ich weiß aber auch schon wirklich, wie ich diese Folge nenne. Beziehungsweise ich kann mich zwischen mehreren Namen nicht entscheiden gerade. Schlechter der Suchenden oder sowas irgendwie in der Richtung. So, ich speichere jetzt noch einmal. Weil ich jetzt nicht sicher bin, ob hier nochmal einer war. Ne, hier war gar keiner mehr. Aber ich hole mir eben trotzdem nochmal ein paar Tränke. Gibt es hier unten eigentlich auch noch einen Gegner? Ne, hier gibt es keine für Erfahrungspunkte. So, warte mal, ich speichere einmal. Ich will wissen, was passiert, wenn ich die Kelche hier mitnehme. War klar. Ein Versuch, lass dir nicht zu bestehen. Die Finger von Sachen, an denen du nichts zu suchen hast. So, ich lade das nochmal. Ich wollte es nur wissen. Ich wollte dort nur wissen, was passiert. Segen? Wie wär's mit ein bisschen Segen? Ich könnte es gebrauchen. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Okay. Kann Serpentis noch irgendwas machen? Nö. Ulta? Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest, Bruder. Hätte ja sein können. Igaras, Novize und Novize. Salandriel. Was gibt's mit ihm? Verschwinde! Okay. Also hier gibt's nichts Neues. Wieso ist die Tür wieder zu? Ah ja, weil ich geladen hatte, stimmt. Milton hat auch nichts Neues. Boah, ich freue mich aber schon, wenn wir eine bessere Rüstung als die hier schon kriegen. Dann. Da. So. Leichte Drachenjägerrüstung. Ich fand das schon heftig, dass die leichte Drachenjägerrüstung schon stärker war als die schwere Banditenrüstung. Schutz vor Waffen 100, Schutz vor Pfeilen 100, Schutz vor Feuer 50 und Schutz vor Magie 25. Wie gut sind dann eigentlich die mittlere und die schwere Drachenrüstung? Falls die überhaupt gibt's. Also ich gehe mal von aus, dass die gibt's. Sonst würde es heißen einfach nur Drachenrüstung. Oder ist dann alles auf 100? Ich fände das krasser, wenn dann Schutz vor Dings. Hier, Hey, du. Hat er noch was eigentlich für uns? Segne mich. Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Mhm. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Er müsste doch noch bestimmt irgendwas Gutes haben. Was hat Ring der Erleuchtung, Mano? Lebensenergie Bonus 30. So, sonst hat er nichts von Gebrauch für mich jetzt. Blitz, Windfaust, Verwandlungsscharf. Goblin Skelett erschaffen. Skelett erschaffen. Wolf rufen. Kugelblitz, Verwandlungsrevenger, Schlaf.
Benötigt es Mana 60 dafür. Dauer 19 Sekunden, Schaden pro Sekunde 2. Okay, also 38 Schaden liegen die. Möge Innos allzeit über dich wachen. Jo. Ich hoffe, diese Segen bringen mir jetzt auch was. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt für heute erstmal auch genug Suchende erledigt, gejagt. Wir können ab der nächsten Folge auch auf jeden Fall wieder mehr jagen, mehr erledigen. Und wir sind auch schon diese Folge am Überziehen, schon fast die dreifache Länge. Also schon mehr als jede normale Folge von mir. Und aber das, was ich so oder so mal machen wollte, wäre tatsächlich hier einmal den guten Dexter nochmal besuchen gehen. Das wollte ich jetzt nicht vergessen. Das wollte ich noch machen. Oder gemacht haben. Und ja, komm, ich beende hier mal die Folge. Hier ist ja niemand mehr von den Suchenden. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.